Herzlich willkommen zu Folge 98 von Assassin's Creed Origins. Ich bin's wieder, Simon, es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. So, schauen wir uns mal das Rätsel an. Auf einer Insel südöstlich von Krokodilopolis fließt ein Fluss mit einer unnatürlichen Farbe. In der Nähe findest du die Ursache und ich bin im Inneren des Einzigartigen. Jetzt aber nicht die Stadt Krokodilopolis, oder? Ich glaube, wir schauen uns da hinten mal um. Ich schaue jetzt gerade mal, ob es eine eigene Stadt ist. Noch einfach eine Karte spielen. Okay, der scheint was Eigenes zu sein. Dann wird man das irgendwann in der Zukunft. Rausfinden. Ist auch noch so viel offen. Holy shit. Wir schauen uns mal das Fragezeichen an. Ich denke, das ist das Sinnvollste, was wir jetzt tun können. Danke, dass ich... Geh doch außen rum, bitte. Danke. Ewig weit weg, blöderweise, aber... Können wir hoffentlich schnell überwinden. Die Distanz. Und dann schaue ich danach dann... Nach der Aufnahme noch mal kurz, wo ich die Krokodilopolis finde.
Ist der Zobek-Tempel soll er sein. Was ja Sinn machen würde. Achtung! Wie geht es dir? Tipp mal. Da kommen wir wahrscheinlich mit der nächsten Hauptmission auch hin. Ich check's mal lieber nicht, bevor ich mir da was spoiler. Was wir dann nur selbst rausfinden. Aber ich tippe mal, dass das Krokodil dort am Start sein wird. Ich habe es ja schon mal gespielt und ich glaube, der Sobek-Tempel war. Also Sobek ist, glaube ich, auch ein Gott, der in Form von einem Krokodil am Start ist. Ich hoffe, ich erzähle es keinen Müll, aber ich glaube, so war das. Wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier das Fragezeichen ergibt. Wow. Ein Banditenversteck. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Wir nehmen die Sache natürlich gerne mit. Hey. Können wir sogar mitnehmen. Hey. Ein kleines Versteck, naja. Von Hauptmann. Ich, das sollten wir eigentlich. Sollte funktionieren. Hey, wir. Hey. Das läuft doch sehr gut tatsächlich, würde ich sagen. Damit haben wir auch schon hier. Obwohl wir wahrscheinlich noch nicht alle getötet, aber die wichtigen, den Hauptmann haben wir erwischt. Ist noch ein bisschen Loot, komm. Da wollen wir noch hin. Nichts besonders Wertvolles dabei, leider. Laufen wir gerade hier vorne wieder raus, weil mehr ist nicht. Hey, was? Das hat doch super funktioniert.
Können wir eigentlich die nächste Hauptmission mitnehmen? Schuppe des Krokodils. Da müssen wir hier hin. Holen wir uns noch den Aussichtspunkt. Das wäre noch tatsächlich ganz nice, wenn wir den heute noch schaffen. Und dann reisen wir nach Fayum. Ich glaube, so spricht man es aus. Und du schaffst es. Sehr gut. Wir brauchen weiches Leder, ne? Sich das kaum rentiert, wenn man nur eins pro Hütte mit dir bekommt. Wow. Aber wir finden so selten irgendwie Rüstungsstücke, dass wir das einfach nicht zusammenbekommen. Wir kriegen halt Holz und Eisen, kriegen wir sau viel. Und die Tierhäute sind echt so ein bisschen das Problem. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt den Aussichtspunkt. Müssen wir hier hochklettern. Oh, was haben wir da Schönes? Wieder lang. Ich konnte zurückholen, was diese verdammten Räuber aus deinem Grab gestohlen haben. Doch es wird mich mein Leben kosten. Einer ihrer Pfeile traf mich im Bauch. Als ich aus ihrem Versteck floh, es hört nicht auf zu bluten. Bald werden die Geier mich finden. Bin bereit für die Wiedervereinigung unserer Kars. Vater, ich weiß, dass ich dich stolz gemacht habe. So, hier kommt es nach oben. Gut. Decken wir hier noch schön auf. Natürlich bekommen wir auch einen Schnellreisepunkt dazu. Wirklich was Neues gab es jetzt nicht. Jetzt haben wir gehen beim nächsten Mal so die Fragezeichen ab.
Mission lassen wir mal noch. Nehmen wir nicht mit. Aber die Fragezeichen auf dem Weg nehmen wir, glaube ich, mit. So, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen, haut rein. Ciao, ciao.